von Ike und oh, geht schon das weiter. Sehen wir schon. Ja, im Endeffekt muss man sehr aggressiv sein. Die Side B muss sich chargen, bevor sie weit kommt. Und wenn man davor rankommt, dann kann man ihn einfach angreifen und dann kommt er nicht mehr hoch. Oh, da muss er sich entscheiden, ob er ein bisschen Damage macht oder ja. Hey, das hatten wir doch eben schon, Belcampo gegen Flora, oder nicht? Nee, wir hatten Belcampo gegen... Doch, hatten wir schon? Ja. Okay. Ja, genau, wir sehen das Rematch. Oh, oh heiser. Wir sehen das Rematch Belcampo gegen Flora. Das hat eben... Ja, das erste Game hatte Flora ja gewonnen und danach dreimal Belcampo. Allerdings beim letzten Game war es halt auch SD. Von daher, ich bin mal gespannt. Es war... sie hatte sogar zwei Matches, glaube ich, SD. Wenn ich mich richtig erinnere. Kann gut sein, ja. Also sie hatte zumindest zwei Stocks total SD. Mhm. In dem Match. Also halt einfach eine Recovery gemisst, inwiefern das unbedingt SD ist, kann ich noch nicht gut evaluieren. Ich bin mal gespannt, wie sollte jetzt Flora gewinnen, dann würde ich gerne sehen, wie sie gegen SDNs Wolf abschneidet. Ich denke mal, der wird nicht von Wolf switchen, bis Wolf auch besiegt wird. Ich glaube normalerweise, F-Smash, recht absolut. Also nicht. Man muss sich den Bossfight gegen Ike verdienen? Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt im Moment, wenn man ehrlich ist, geht es nur noch darum, wer Zweiter wird. Boah, das klingt so pessimistisch. Ja, das klingt super pessimistisch und vielleicht lässt ja einer von den beiden mich auch meine Worte fressen. Das kann ja immer sein. Ja, allerdings hoffe so ich. Rein hoffe ich technisch gesehen, also statistisch. Ich hoffe, dass du das richtig gejinxt hast und dass wir gleich echt so Rise of a New Talent sehen. Also vom TO-Scheduling mäßig würde ich sagen, hoffentlich nicht, weil dann sehen wir Bracket Reset. Das dauert dann noch länger, aber ja, stimmt. Ansonsten so vom Hype her, also ich glaube, die ganze Venue würde schreien, wenn einer von den beiden SDN besiegen würde. Das wäre crazy. Jetzt gerade ist es auch noch ziemlich even. Also wir haben ja im letzten Set das so gehabt, dass es praktisch immer abwechselnd war. Also am Anfang Flora komplette Zerstörung, dann Belcampo komplette Zerstörung. Dann hat es sich so eingependelt. Jetzt gerade macht Flora das echt gut. Du hast halt super sauber, aggressiv. Sauberes Follow. Aber ich habe das Gefühl, dass Flora jetzt auch ihr Real-Life-Ascent hier angemacht hat. Die Stand-Power. Weil ich hab das Gefühl, dass sie aggressiver spielt. Habe ich auch, ja. Also ich würde sowieso sagen, relativ aggressiver DDD, aber heute noch mal ein bisschen mehr. Also ich sehe normalerweise nicht so viele Up-Smashes bei ihr. Und ja, also dieses Balls deep gehen und dann immer fair. Immer auf, ja. von der Stage runter und so. Ja, ich hätte mal die Medaillen schon nehmen können. Die Medaille? Da kann ich dazwischen. Okay. Ja, ich habe noch Zeit, sonst schreibe ich jemanden, der holt, die bringt das rein. Ich kriege langsam Pappmaul. Ich auch. Ich soll auch. Uns Wasser holen? Mal. Ja, gerne. Ich habe noch meine heller Flasche da irgendwo. Alles klar. Rumstehen, weil echt gut. Game Nummer 2 ist natürlich nicht Singles Winner Finals, sondern es ist Loser Finals. Es geht um den Platz Nummer 3 und um die Erlaubnis nochmal gegen SDN spielen zu dürfen. Belcampo auf jeden Fall richtig gute Performance heute. Beste Performance bisher für ihn. Flora hatte, glaube ich, schon mal einen dritten Platz. Glaube ich. Mindestens den vierten. Erstes Game ging an Flora und zweites Game sieht im Moment auch noch ziemlich gut aus. Sollte Flora jetzt den Stock bekommen, kann sie wahrscheinlich ziemlich gut mit der Lead davonlaufen. 70% ist wie ein halber Stock bei DDD. Und oh, der Uptail extra nochmal in die andere Richtung geguckt. Dann ist er nämlich schneller. Flora macht das auch echt ziemlich geschickt. Also auch gegen die Projektile. Boah, die Back Air. Jedes Mal, wenn die trifft, die macht so viel Schaden. Das ist
so schmerzhaft davon getroffen zu werden. Ich weiß nicht, ob es ein Fenster gibt, in dem Inkling DDD killen kann mit Up-Throw-Up-Air. Bei den meisten Chars gibt es da ein Fenster, aber DDD kann sein, aber ist wahrscheinlich sehr gering. Und gerade ein Riesenproblem für Belcampo on Stage zu kommen. Patience. Patience. Da war nicht viel gebracht, leider. Nee, aber ja, Flora ist patient geblieben. Einfach da stehen geblieben. Cool, cool. Hätte denn Inkling eine, hat Inkling eine gute Methode, um sowas zu punishen? Was jetzt? So, wenn man zu early an der Edge engaged oder unvorsichtig. Also hätte Flora Downtilt gemacht, dann hätte er mit Fair hochkommen können. Und ich schätze mal, Inkling kann auch mit dem Neutral Special hochspringen. Das ist der, dann schießt er so Ink. Und wenn man zu nah dran steht, dann wird man halt so interrupted. Was auch immer man macht. Das habe ich jetzt in diesem Set noch gar nicht gesehen. Also im Moment wird Belcampo einfach ziemlich hart zerstört an der Edge. Oh, und diese Back Airs. Ah. In meinen Sets gegen Flora waren das so die ersten Sachen, an die ich adapted habe, mich nicht von der Back Air zu treffen zu lassen. Also von diesen Retweeting Back Airs on Stage, oh, weil es einfach so weh tut. Und dann habe ich das einfach komplett avoided, also so komplett umgangen, was natürlich auch nur sehr grob war. Oh, das ist... Und einen schon ziemlich einschränkt. Oh, schön. Schöne Fair, gut getimed. Wie nennt sich das Fair? Oh, und da ist es. Wie heißt das? Schöne Fair? Fair, also Forward Air. Ah, okay. Um das Ganze abzukürzen. Okay. Währenddessen steht Fuego Elo im Silber Bracket in Grand Finals. Hat er sich auch verdient, auf jeden Fall. Er hat echt gut gespielt heute. Also fast gegen Belcampo, der jetzt gerade um Platz 3 spielt, gewonnen. Also, Hut ab, auf jeden Fall. Glow up. My boy, da ist jemand richtig stolz im Chat. Ja, safe. Mm. Scouty immer noch am Start. Shoutouts zu den Homies. Safe. So. Ich werd langsam echt müde. Das ist... Es ist schon nicht wenig, ne? Mhm. Also es sind jetzt bei 8 Stunden und irgendwas. Der Stream geht schon 6 Stunden und 45 Minuten. Ist nicht, also man sagt, manche Leute sagen ja, das kostet keine Kraft, aber du. Das ist Quatsch. Das kostet schon auf jeden Fall alles Kraft. Auch mad Respect für die ganzen Teilnehmer hier, dass die sich so lange noch konzentrieren können und auch nach der Zeit immer noch so sicke Plays hier raushauen. Oh, das habe ich gefühlt. Oh, den habe ich gefühlt, ey. Oh. Okay, versuche hier auf den Two-Frame zu gehen. Two-Frame, es gibt so ein kurzes Fenster, wo Leute gerade an die Edge greifen und da kannst du so die Hand sozusagen hitten. Das ist ein Two-Frame. Weil man eigentlich hier Invincibility hat, aber am Anfang nicht. Das ist Boah, Belcampo dreht auf. Also das Adrenalin kickt auf jeden Fall rein. Jetzt nochmal super Konzentrationsmodus. Oh, aggressiv mal wieder. Jedes Aerial wird rausgehauen. Oh. Flora. Ja. Immer noch auf Zero. Flora will Kopfnüsse. Oh, und da ist der Advantage verloren. Oh. You hate to see it. Was hat. Hat sie gerade gleichzeitig die Granate und den Inkling eingesuckt und ist dann explodiert? Eigentlich kann man immer nur eine Sache. Okay. Also wahrscheinlich also einfach aus. Nur den Inkling und dafür dann die Bombe kassiert. Okay, jetzt gerade ein bisschen. Sehr farbig. Mehr Farbe heißt mehr Damage. Kassieren. Oh. Walljump. Und. Okay, kommt noch ran. Oh, keine Back Air. Er versucht alles, aber das ist ein großes Schild, was DDD da hat. Welche Inkling-Farbe ist deine Lieblingsfarbe? Sagen hellgrün. Hellgrün? Echt? Der Nickelodeon-Smile. Ja.
Ich würde sagen, das ist generell vielleicht sogar der beliebteste. Der oder der Orange. Aber der ist auch cool. Ich mag den Magenta-Farben. Das ist sowas wie lila, oder? Rosa-lila? Ja, genau. Okay. Das ist basically Telekom. Ja, genau. Also bei Magenta denke ich auch direkt an Telekom erstmal. Oh, okay. Oh, und guck mal, eben sah es noch so gut aus. Jetzt letzter Stock. Oh, der Damage kommt langsam oder auch schnell. Silber Bracket Grand Finals on Stream. Ich tendiere zu nein, weil wir jetzt schon so ein bisschen über der Zeit sind. Deswegen, ja, das kommt wohl drauf an, wie lange das Grand Finals geht. Wenn das jetzt, das hat gerade so viel Schaden gemacht. 25, 26. Oh, wir müssen, oh stimmt, wir haben nur noch eine Stunde. Oh. Ja, wir haben eine Reservierung. Oh! Oh! Come on, come on. Ein juicy Belly Flop oder ein juicy Butt Stomp. 150% Max Rage. Ah, geschildert. Nicht gepunished, okay. Ah. Vielleicht nicht die Frame Data dafür. Smack with the duck feet. Aber ey, aber Bellcampo kämpft. Er kämpft wirklich. Wie oh mein Gott, und er holt das Ding noch. Oh. Wow. Okay. Wow. Aber das war allerletzte Sekunde. Da hat er richtig gut gemacht. Nochmal Ascend angemacht, ey. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Ja, schön mit Max Rage einfach noch Up Throw Up Air. Sehr schön. Okay, damit steht es 2-1 hier. Bellcampo hat auf jeden Fall keine Lust, sich das nehmen zu lassen, hier Zweiter zu werden. Oder Erster. Hm. Muss man ja auch nochmal sagen, ne? Aber mal gucken. Ja, es sind noch 2 Games, die er jetzt ziehen muss. Bisher hat Flora ziemlich gut dominiert. Jetzt gerade, ne, das hat er gut gemacht. Ich glaube, da hat er den Grab onstage hier auf einer Plattform bekommen, oder? Weil wenn du den auf der Plattform bekommst, dann kannst du natürlich auch besser killen. Wir sehen, eben hatten wir ja, das war ja nicht Smash Battlefield, das war ja Small Battlefield. Also jetzt Pokémon Stadium 2. Auch eine Map mit 2 Plattformen. Ein paar andere Properties, aber im Grunde nimmt sich das nicht viel. Das wollte ich heute auch noch spielen. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Battlefield? Nee, Pokémon. So. Gegen Competitive. Gegen Moritz. Gegen Moritz. Repos. Das ist eins von den Spielen, da würde ich jeden aus. Oh. Ja, ey. Ja, gibt es ja auch noch irgendwelche Competitive-Pokémon-Spieler hier im Chat? Ja. Weil es gibt schon viele Smash-Spieler, die Pokémon spielen. Also tatsächlich so aus den Kreisen von Repus auch. Ja? Das ist nice. Irgendwie habe ich da die Verbindung zur deutschen Community gefunden. Ich glaube, das ist die Smogon-Community zumindest nicht so. Ich weiß nicht, ob es da auch so eine... Gibt es da eine Smogon-Community so richtig? Ach, also ich glaube, das ist so ein Nebenbei-Spieler so. Nebenbei ging er. So, vielleicht nochmal zum Match. Also, ja, Stock ist weg. Von beiden. 70% hier gerade auf Bellcampo. Slowed Flora hier gerade mit der Ink auf dem Boden. Oh, schöne Combo. 1, 2, 3. Ja, doch. Das geht schnell. Und auf einmal ist er im Flow. Oh, und der Parry. Ne? So komische Interaktion hier gerade. Yes. Gotta sweep, sweep, sweep. Aber auch echt wieder gut zurückgeholt gerade. Wieder Max Rage. 109%. Aber immer noch ein Gordo mehr. Okay, macht den Wall Jump. Kommt da kurzzeitig raus. Flora, komm an. Okay, ab er. Killt nicht. Und das war, ja, okay. Jetzt ist, glaube ich, das Fenster auch
Reicht. Mal gucken, ob noch ein Grab der Up-Throw immer noch ist. Ah, oh, Backer. Da ist er. Der Backer. Jetzt wieder kein Rage. Jetzt killt das sowieso nicht. Oder? Ab wann ist Rage? Sehr gut. Rage ist, glaube ich, ab 50% bis 150. Und das heißt, dass du nicht mehr Damage machst, aber höheres Knockback hast. Ja. Und so. Ja. Genau. Dadurch ist es aber manchmal auch so, dass du dir Kombos kaputt machst, weil du zu viel Rage hast. Dann fliegen die zu hoch. Um nochmal getroffen zu werden. Okay, jetzt gerade. Wow. Echt gut zurückgekommen von Belcampo und DDD ist komplett türkis. Ist jetzt natürlich schade für ihn, dass er da nicht wirklich an DDD rankommt. Jetzt aber, oh, hätte er da den Grab nochmal bekommen, das hätte es sein können vielleicht. Jetzt gerade kann er ihn wahrscheinlich noch mit dem Grab kriegen. Ich weiß nur nicht, ob es killt. Denke mal, jetzt ist Rage zu hoch. Und Upsmash! Oh, okay. Und das war's. Flora lässt sich das also nicht nehmen, hier auch nochmal eine Chance zu haben, den Wolf von SDN zu bekämpfen. Oha.